Deshalb hatte ich auch in Infinity X mit Dartcraft nicht mehr angefangen, obwohl ich um seine relative Coolheit Bescheid wusste. Einfach weil die Werkzeuge für ein so fortgeschrittenes Spiel, wie wir es in Infinity X hatten, nicht gedacht waren. Da war es einfach albern und relative Verschwendung. Ah! Das gibt es doch nicht. Ich dachte, ich ein Fischi. Und was ist? Mein Schwert ist kaputt gegangen. Ja, super. Natürlich ist mein Schwert kaputt gegangen. Ach, blöder Dreck. Ich meine, wenn das Schwert nicht kaputt gegangen wäre, dann hätte ich locker Chancen gehabt. Dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Ja. Ach doch, unsere Claws haben wir ja doch noch. Naja, gut, was soll's. Dann haben wir ja halt jetzt mehr. Macht auch nichts. Gut. An den, also daran muss ich mich jetzt hier erstmal wieder gewöhnen. Dass ich sterbe und dass ich zurücklaufen muss. Das sind jetzt so zwei Sachen. Das erste kenne ich aus Infinity X nicht mehr. Das zweite kenne ich aus dem Dark Age nicht. Klar, man kann sich hier auch teleportieren, aber ich bin der Meinung, das muss hier nicht unbedingt sein, oder? Nein, das muss nicht sein. Ich könnte jetzt auf die große Karte gehen, T drücken und mich dahin teleportieren, aber ich finde, das ist nicht nötig. So, kleines Problem allerdings jetzt natürlich. Wo ist der Eingang zur Höhle? Ich habe keine Ahnung. Weil hier sind wir gestorben, aber deutlich weiter unten. Irgendwo muss hier der Höhleneingang sein, von dem wir denn da nach unten kommen. Scheiße. Wir sind auf Höhe 88, du lieber Himmel. Warum ist denn das so hoch? Okay, ich weiß, was zu tun ist. Wir werden jetzt erst einmal diesen Baum hier fällen und uns eine Notfallausrüstung craften. Das ist ja schon die dritte oder vierte Notfallausrüstung, die ich craften muss, seit ich angefangen habe aufzunehmen. Es ist immer noch die erste Aufnahme, aber es ist ja unglaublich. Tja, mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Wir werden uns eine Schaufel bauen müssen und eine Pickaxe. Und dann werden wir uns da relativ gerade runtergraben zu unserem Grabstein. Ja, ich denke mal, ein Schwert werden wir nicht brauchen. Das Skelett, was da ist, das hat ja nur noch einen Energiepunkt. Ich meine, das hätte auch ruhig sterben können, ne? Ach Gott, wenn das Schwert nicht kaputt gegangen wäre, dann hätte ich ihn besiegen können. Oder wenn ich auch nur einen Volltreffer gelandet hätte, dann hätte ich ihn auch besiegt. Ah, das ist alles so... Ich weiß auch nicht. Wie oft soll ich noch sagen, dass Minecraft mich trollt? Es ist einfach so, es ist unglaublich. So, seht ihr, wie schnell die despawnen? Sehr geile Sache. Und dann wird schön unsere 7 Blue-Stained Saplings. Okay, vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Nee, werden wir nicht. Wisst ihr warum? Blauer Farbstoff ist gleichzusetzen mit Lapis. Und ihr werdet doch wohl nicht glauben, dass wir irgendwann mal einen Lapis-Engpass haben. Auch wenn die Serie noch sehr jung ist und wir noch gar keinen Lapis haben. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir Lapis-Engpass haben werden. Darin werden wir ziemlich bald schwimmen in dem Zeug. So, eine Pickaxe. Eine Wooden Pickaxe. Und eine Wooden Shovel. Und weil es so komisch ist, komm, noch ein Wooden Sword. So, jetzt aber. Jetzt werden wir da runtergehen und wieder einmal die Welt retten. Den Crafting Table nehme ich mit. Und wenn unsere Basis voller Crafting Table steht, das ist gar nicht mal so schlecht. Alleine schon deshalb, diese Erkenntnis sagt mir jetzt eigentlich schon, dass wir wahrscheinlich kein Applied Energistics machen werden. Einfach weil wir es meiner Meinung nach nicht wirklich nötig haben. Das große Crafting-Inventar war eigentlich ganz cool, wenn man nach dem ganzen Zeug suchen kann und so und nicht unbedingt die Chests durchgehen muss. Aber ich finde, dieses Chests durchgehen und ein gutes Sorting-System entwickeln hat auch irgendwie was für sich. Und mit diesen ganzen Barrels, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe und die ich jahrelang blind ignoriert habe, ist es eigentlich eine sehr einfach zu erstellende Sache und eine sehr coole Sache auch. So, ihr seht schon, ich lasse alles links liegen oder auch rechts, wie die Kohle eben, durchaus auch rechts liegen gelassen. Wir haben jetzt hier noch fast 20 Blöcke zu buddeln, bis wir endlich unten angekommen sind. Oh, Dirt, na wenigstens etwas. Na, ganz großartig. Ich dachte schon, wunderbar, Dirt, dann sind wir ja schneller unterwegs. Nein, es war nur ein einziger Dirtblock. Hurra, mein Grabstein. Sehr schön. Wo ist denn das Skelett hin? Ach, egal. Egal, wo das Skelett hin ist. Iron Sword hatte ich ja sogar. Donnerwetter. So, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen da reintun. So, dann gib mir mal alles andere wieder. Ich hatte aber auch noch eine Iron Pickaxe. Genau. Warum hat eigentlich Inventory Tweaks mir nicht meinen Iron Sword in die Hand gegeben, hä? Eigentlich hätte ich das in die Hand gegeben bekommen haben werden sollen müssen, hätten gedurft, nicht wahr? Eigentlich hätte das passieren müssen, ist es aber nicht. Und ich verstehe nicht warum. So, 7 Torches. Ach nee, wir müssen ja gar nicht
Oh, hallo. Wir müssen ja gar nicht aufpassen, dass wir nicht mehr genug Sticks haben. Es ist ja Thermal... Tinker's Construct installiert. Das heißt, wir können unsere Sticks ja auch aus Stone machen. Also alles gar kein Problem. So, na, schmeckt das? Gefällt euch das? Ja, das hat euch geschmeckt, oder? Vielleicht wollt ihr auch bald einen Nachschlag. So. Und wir haben einen neuen Hut bekommen. Wir haben einige neue Hut bekommen. Stony... Das ist doch immer doof. Helikopter hat Present Head, Soda Head, Solar Helmet, Tentacool. Tentacool. Na toll, wir haben einen Tentacher-Hut. Warum eigentlich nicht? So, die Kohle nehmen wir jetzt allerdings mit. Die lassen wir nicht vor uns liegen. Die nehmen wir jetzt einfach mit. Ich meine, ich bin ja hergekommen zum Abbauen, nicht wahr? Ich wollte zwar was anderes haben, aber das werden wir bestimmt auch noch finden. Komm schon. Ich kann jetzt einfach nicht... So kann ich jetzt die erste Aufnahme nicht beenden. Wenn ich die erste Aufnahme beende, dann glücklich mit meinem ersten Force Gem in der Hand. Aber bitte nicht so. Voller Verzweiflung und voller Niederlagen und Niederschlägen und sowas. Ich meine, doll was erreicht habe ich jetzt in der ersten Aufnahme noch nicht, oder? Oder wie seht ihr das? Nee, habe ich nicht. Braucht ihr gar nichts zu sagen. Habe ich nicht. Das war eine einzige Katastrophe, dieser Start. Ich wurde von einer Hungry Note gefressen und mein erstes Equipment ist verschwunden. Und davor bin ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal krepiert. Ja, nicht wirklich was erreicht. Chimerite, sehr schön. Da sage ich jetzt auch nicht mehr Chimerite, weil die Engländer Chimerite sagen. Also sage ich auch Chimerite. Wird schon seinen Grund haben, warum die Chimerite sagen und nicht Chimerite, nicht wahr? Also heißt es wahrscheinlich Chimerite. Ich fand es ja schön, wie die Julia Trin das ausgesprochen hat. Die hat ja, glaube ich, Chimerite oder sowas gesagt. Die spricht es immer alles sehr deutsch aus. Die hat irgendwie diesen englischen Einfluss von Minecraft nicht so sehr. Also sie sagt auch teilweise englische Sachen, aber ich glaube, vielleicht ist er nicht so vorbelastet wie ich. Ich weiß es nicht. Aber sie hat ja Chimerite gesagt oder Chimerite oder so. Also schon ein bisschen deutsch gesprochen, das fand ich eigentlich auch ganz schön. Eine schöne Alternative, aber wenn das einer zu dir sagt und du dein Leben lang Chimerite gesagt hast, oder jetzt von mir aus Chimerite, dann denkst du dir, was? Was will die? Was hat die gesagt? Da weiß ich überhaupt nicht, was die von dir will, weißt du? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da muss ich dann auch erstmal immer wieder überlegen, vielleicht habt ihr das gemerkt in den letzten Infini-X-Episoden, dass ich dann so dastand und dachte, was will sie? Was? Verstehe ich nicht. Da muss ich dann immer erst nachdenken, was jetzt los ist. Mann, verdammt! Ich will doch hier nur tiefer rein. Was ist das hier? Hier habe ich anscheinend ein paar Erze ausgebuddelt, wa? Na gut, wir graben uns jetzt hier runter. In dem Red Sandstone von Emesher Resource. Auch schön. Ah, so. Kohle haben wir wirklich genug. Kann man jetzt nicht anders sagen. Und um das Wood brauchen wir uns, wie gesagt, keine Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, ob wir aus den Stone Tool Rods auch normale Werkzeuge herstellen können. Also jetzt einfach eine Iron Pickaxe craften. Ich weiß nicht, ob das geht oder ob wir dafür Wood brauchen. Aber aus den Stone Tool Rods können wir ja zumindest Torches herstellen. Das heißt, wir werden jetzt kein weiteres Holz für Torches verschwenden, wenn wir einfach andere herstellen können. Ich guck mal nach. Stone Tool Rod. So. Was? Oh, da steht ja sogar alles. Stonebond Modifier, Handle Modifier, Hutschiff, Verbot, Arrow Stats. Oh, cool. Das ist cool, dass das angezeigt wird. Da hätte ich ja mit Tinker's Construct mehr Spaß gehabt. So, aus Stone oder Cobblestone bekommen wir halt 4, respektive 2. Use für eine Torch oder für eine Ladder. Okay, auch von Tinker's Construct. Von Scraper Advanced Genetics. Genetic Bow. Aus einer Zelle. Okay, damit kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Magnifier. Okay, Stone Saw. Diamond Saw. Okay, Torch. Ja, das ist klar. Torches können wir damit herstellen. Golden Saw. Nee, da kann man keine normalen Werkzeuge mit herstellen. Also die normalen Werkzeuge brauchen wir... für die normalen Werkzeuge brauchen wir Holz, aber aus, die Torches können wir aus Stein herstellen. Das ist schon mal eine feine Sache. Dann weiß ich Bescheid, dass wir uns das Holz für die richtigen Werkzeuge aufheben. Weil ich glaube, wir werden hier bald eine zweite Iron Pickaxe brauchen. So viel Kohle wie hier ist, ich kann da unmöglich dran vorbeilaufen. Wir sind jetzt schon auf Höhe 34, fällt mir gerade auf. Das ist ziemlich weit unten schon. Eigentlich hätten wir inzwischen schon bessere Sachen finden müssen. Also so ein bisschen Force hätte eigentlich schon drin sein müssen. Das ist auch so auffällig, da kann ich unmöglich dran vorbeigelaufen sein. Also die Textur ist nur sehr schwach schattiert. Das sieht man wirklich nur beim genauen Hinsehen. Es sieht so aus, als hätten die mit einer Farbe mit Paint da drüber gekleckst. Es ist allerdings schon schattiert. Allerdings halt sehr schwach, wie gesagt, ich glaube, weil es im Dunkeln leuchtet. Und ich meine, wie schattiert kann eine Lichtquelle schon sein?
Ich meine, mach doch mal eine Glühbirne an. Schraub mal eine Glühbirne so in eine offene Fassung, möglichst ohne, genau so eine Baulampe. Hol mal eine Baulampe aus der Kammer oder aus dem Keller oder sowas und schraub die an. Die wird leuchten, aber die wird auch keinen Schatten in sich haben. Also eine leuchtende Glühbirne in sich hat keinen Schatten. Und ich gucke absichtlich nicht nach oben, weil da Power Ore ist. Sehr schön. Power Ore. Hatte ich nämlich auch ganz vergessen. Das heißt nicht Force Ore, sondern Power Ore. Das heißt nur Force Gem, was man daraus bekommt, aber es ist ein Power Ore. Aus welchem Grund auch immer. So, jetzt haben wir wieder einen ganzen Stack mit schönen Tinker's Construct Torches und da können wir endlich unser erstes Power Ore abbauen. Cool. Also wir brauchen unbedingt Glück auf unserer Pickaxe, damit wir da mehr rausbekommen. Weil ihr habt eben gesehen, nur ein einziges Power Ore, das ist recht wenig. Wir haben jetzt auch nur 4 rausbekommen. Dieses Force Gem, die wir hier jetzt haben, die werden wir... Oh, Essence Ore, sehr schön für Magical Crops, die brauchen wir. Von den Force Gems, die wir jetzt haben, werden wir sehr viele brauchen, einfach weil wir die nicht nur dafür benutzen, um alles in Dartcraft herzustellen, also wirklich im Prinzip alles, die sind irgendwie in allem, in jedem Rezept ein Bestandteil, sondern die brauchen wir auch, um unsere Werkzeuge zu reparieren. Das ist praktisch eine Art, also das kann man verflüssigen und in das eigene Werkzeug einspeisen und dann wird es dadurch repariert. Und wir können auch über den Reparierungspunkt von 0, also 100% Reparatur, können wir immer noch pures Force einführen und dann wird es halt eine Weile gar keine Durability verlieren. Und erst wenn es anfängt, Durability zu verlieren, das Force benutzen, um sich wieder selbst zu reparieren. Und dann wird es das ganze Force aufbrauchen. Und erst dann wird es anfangen, kaputt zu gehen. Und das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Wenn man wirklich ein bisschen Force dabei hat, dann kann man dafür sorgen, dass eine Pickaxe von mir aus oder ein Schwert sehr lange durchhält. Ohne, dass man jetzt zwischendurch wieder etwas hinzufügen muss. Einfach, weil man auf Vorrat etwas hinzugefügt hat. Und genau mit diesen Force-Pickaxes kann man, glaube ich, auch Glück drauf machen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, man kann auch Glück drauf machen. So, Force-Gem, Use... Black Mob Ingot, das kommt viel später, da muss ich selber noch rausfinden, wie das funktioniert, habe ich nicht rausgefunden. Muss man mit 2 Iron Ingot, kann man zu 2 Force Ingots herstellen oder halt mit Gold, mit den wertvolleren Materialien zu 3. Das ist eine ganz feine Sache. Iron ist mir eigentlich zu wertvoll, Gold brauchen wir nicht wirklich und davon werden wir wahrscheinlich früher oder später ziemlich viel haben. Und dann können wir da 3 Force Ingots aus einem Force Gem bekommen. Wir haben jetzt 4 Force Gems, das heißt mit ein bisschen Gold bekommen wir schon mal 12 Force Ingots, ist doch toll. Aus Bronze bekommen wir auch nur 2, aber aus Dart Iron bekommen wir 3. Und Dart Iron stellt man her, indem man Iron schmelzt. Das wäre eine tolle Alternative, wenn wir kein Gold haben. Aus Silver bekommen wir auch 3 und aus Steel auch. Aber Steel ist wieder komplizierter. Also das sind verschiedene Mods und es ist etwas komplexer. Da müssten wir erstmal gucken, welches Steel wir herstellen wollen und wie wir das herstellen. Aber Silver wäre auch eine schöne Alternative. Haben wir nur Lead mit 2 und Nickel mit 2, das ist nicht der Rede wert. Und ansonsten halt Force Seeds. Dafür brauchen wir genau 4. Eigentlich auch gut. Aber wie gesagt, das mit der Strong Essence ist ein langer Weg. Strong Essence bekommt man ja hier aus Regular Essence und Strong Infusion Stone. Und Strong Infusion Stone bekommt man, indem man einen Regular Infusion Stone mit Redstone Essence umrundet. Also dafür müssen wir erstmal Redstone anbauen. Oder wir müssen Glowstone anbauen. Oder wir müssen Obsidian anbauen. Und für den Regular Infusion Stone müssen wir erstmal Coal anbauen. Oder Dye. Oder Water, oder Fire, oder Earth, oder Air. So, wir müssen also mehrere verschiedene Sachen anbauen, um bis zu unseren Force Seeds zu kommen. Das ist nicht das Erste, was wir craften können. Wir werden wahrscheinlich zum Anfang erstmal Coal- oder Redstone-Seeds machen. Und erst wenn die wirklich angebaut wurden und erfolgreich geerntet wurden, können wir anfangen, wertvollere Sachen anzubauen. Also das ist tatsächlich ein Prozess, der basiert aufeinander und das kann man auch nicht abkürzen, das geht nicht. Da müssen wir halt einfach den langen, unbequemen Weg gehen, aber mir gefällt die Mod trotzdem ganz gut. So, eigentlich wollte ich noch mehr Power Ore, noch mehr Force Gems. Aber es ist ein bisschen enttäuschend, warum hier so wenig ist. Ich kann mich erinnern, oh, mehr Essence Ore, sehr schön. Was ist denn das? Ach, ein Rock Hive. Bienen, ja, ich weiß nicht, ob wir Bienen machen werden, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir Bienen nicht machen. Aber ich hoffe doch, dass wir
Forestry machen. Das steht eigentlich auch auf meiner Liste drin. Das ist sogar in den YouTube-Tags drin, glaube ich. Forestry wollen wir recht früh anfangen und eine Multifarm bauen. Ich weiß immer noch nicht, wie es geht, aber ich hoffe, ich werde mich mal bald aufraffen können, herausfinden, wie es geht und dann tatsächlich sowas mal bauen. Und dann haben wir unsere schöne... Warum habe ich denn noch eine Crafting Station? Na ja, gut, was soll's. Und dann haben wir einen schönen Vorrat an Nahrung und werden nie wieder hungern müssen. So, in der Richtung. So, hier können wir jetzt ruhig mal alles herstellen. Und, wir hatten aber noch Iron. Nee, wir hatten kein Iron mehr. Tragisch! Ich meinte Alarm. Oder irgendwie so in der Richtung. So, wir müssen mehr Iron schmelzen. Da können wir ja mal gucken. Use, Force Grinding. Genau, Iron Powder und vielleicht auch Tin Powder bekommt man da raus. Enrichment Chamber, das ist von Mechanism, bekommt man das Doppelte raus. Das ist super. Purification Chamber ist auch von Mechanism, bekommt man das Dreifache. Das ist schon mal das nächste Upgrade. Dann gibt es Chemical Injection Chamber, bekommt man das Vierfache. Und Chemical Dissolution Chamber bekommt man Iron Slurry? Okay, darüber weiß ich nicht Bescheid. Aber bis hierhin ist es schon mal logisch. Hydrogen Chloride. Okay, da bekommt man anscheinend irgendwas. Oh, den müssen wir mit Hydrogen antreiben, weil der Chemical ist. So, aber das können wir alles einfach... Dirty Iron Dust in einem Crusher? Okay, und den use zu Iron Dust im Enrichment Chamber? Ach so, das basiert aufeinander. Oh, weh. Oh, weh, das basiert aufeinander. Da braucht man denn ja alle Maschinen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man... Also, in dem Rezept für die teureren Maschinen von Mechanism sind die Maschinen aus dem Tier davor enthalten. Also um die Maschine herzustellen, die dreifachen Output hat, braucht man in dem Rezept die Maschine, die zweifachen Output hat. Aber wie ich jetzt gerade sehe, braucht man für das, was die aus dem dreifachen Output ausgibt, die mit dem zweifachen Output. Okay, da muss ich ja jede Maschine doppelt bauen. Oh, meine Fresse, das könnte ziemlich aufwendig werden, meine Fresse. Also da muss ich mich noch ein bisschen genauer mit beschäftigen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob wir das machen. Ich dachte, das wäre ganz simpel und würde einfach aufeinander basieren, aber es basiert doppelt aufeinander. Und das könnte mir jetzt ein bisschen zu aufwendig sein. Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht machen wir es ja doch wieder mit Thermal Expansion, mit dem mit dem Pulverizer und mit dem... mit dem Redstone Furnace, meine Güte. Muss mal wieder ein bisschen meine Gedanken auf die Reihe bekommen. Ist alles nicht mehr so einfach mit den ganzen Mods hier. So, das nehmen wir noch mit. Jetzt fällt mir langsam nichts mehr zu reden ein und ich bekomme auch wieder einen trockenen Hals. Das ist immer so, wenn man zum ersten Mal sowas aufnimmt, dann denkt man immer, ich kann jetzt unmöglich aufhören. Und ich meine, ich kann ja jetzt unmöglich unter Tage aufhören, oder? Aber ich fürchte, ich werde unter Tage aufhören müssen, weil ich jetzt langsam... nichts mehr, nicht mehr reden kann. So langsam, bin ich ein bisschen fertig mit der Welt. Aber gut, was soll's. Ich wollte eigentlich noch mehr Power Ore finden. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt, nicht mehr Platz haben. Ich will noch so viel finden und ich will eigentlich den Mining-Exkurs jetzt nicht so bald beenden. Aber, irgendwann müssen wir ihn beenden, ansonsten kann ich nichts mehr mitnehmen.